herzlich willkommen zu meinem Video Scratch 3.0 G zur Zufallsposition, erzeuge Klon, Größenänderung und Berührung. Du wirst mit Hilfe dieses und natürlich auch der anderen Videos meines Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich hier mit. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen anderen Scratch Videos. Wir befinden uns ja mittlerweile im 8. Video. Und wenn du all diese Videos durchgearbeitet hast, wirst du dich sicherlich rasch mit Scratch zurechtfinden. Ja, ich habe jetzt hier dieses 8. Programm schon heraufgeladen, habe es mir hier schon zurechtgelegt und möchte jetzt dich kurz da durchführen, wie man diese Blöcke einfügt und so weiter, hast du im ersten Video schon alles kennengelernt. Ich habe hier wieder zwei Figuren, in dem Fall habe ich hier eine Figur, diese Katze wieder, der habe ich den Namen Sprite 1 gegeben und dann habe ich hier Dot. Den Hund habe ich mir ausgewählt und hier auf der linken Seite, immer wenn du draufklickst, hier auf der rechten Seite siehst du natürlich, welche Blöcke dazu passen. Und fangen wir gleich hier bei dem hier an. Wenn ich dann hier Start drücke, dann passiert etwas. Er geht zur Position 99 minus 7, also von dort, wo er ist, geht er dann dorthin. Und dann wird die Größe verändert. Das gibt hier mit einem Block aus diesem Bereich Aussehen herauf. Und da kann man dann die Größe in einem bestimmten Prozentwert einstellen. Du kannst sie hier verkleinern. Wenn du hier minus 10 zum Beispiel hinschreiben würdest, jetzt nur noch 90%. Das hier sind so die Möglichkeiten, die Größe zu verändern. Hier unten siehst du das noch einmal. Und beim Dot habe ich das auch verwendet. Da habe ich die Größe dann auf 50% gestellt. Also es wird verkleinert dann, wie du hier siehst. Ja, und dann haben wir hier eine Schleife. Ich bin wieder hier bei der Katze. Diese Schleife wird so lange ausgeführt, bis eine Bedingung erfüllt wird, nämlich bis Dot berührt wird. Dot ist ja dann dieser Hund. Ich habe hier etwas genommen aus dem Bereich Füllen. Wenn eben dann dieser Dot berührt wird, dann wird diese Schleife dann verlassen. Also so lange läuft diese ganze Sache. Er geht zur Zufallsposition. Zufallsposition ist wieder etwas aus Bewegung. Da kann man dann hier, wenn man diesen Block verwendet, kann man zum Beispiel sagen, geh zu Dot oder geh zur Mauszeiger oder zur Zufallsposition. Und wieder eine zufällige Position springe dann hin. Und dann kommt etwas Neues. Erzeuge einen Klon von mir selbst. Wenn ich jetzt das Programm hier starte, dann siehst du, dass hier lauter solche kleine Ausgaben von unserer Katze erzeugt wurden. Ich mache es gleich noch einmal. Schauen wir, ob das Programm da noch nicht vor. Da, genau, das ist es. Und die kann ich dann hier nehmen. Das sind sogenannte Klone. Es werden also 1:1 Kopien erzeugt. Und die sind zum Beispiel dann ganz praktisch, jetzt ist das Programm zu Ende, sind ganz praktisch, wenn du zum Beispiel ein Ballerspiel machen möchtest und du möchtest dann solche kleine Geschosse machen. Du musst es nicht dann, 100 Geschosse dann hier machen, sondern kannst einen Klon erzeugen und die haben alle die gleiche Eigenschaft. Ja? Dafür könnte man diese Klone gut verwenden. Ja, ich bin jetzt hier in dieser Schleife drin, erzeuge einen Klon von mir selbst. Und weil ich ja hier gerade als Katze unterwegs bin, mache ich einen Klon von der Katze. Du könntest zum Beispiel auch Klone von Dot machen, die dann plötzlich entstehen. Dann wartet man eine Sekunde, dann habe ich hier so eine Verzweigung. Wenn Dot berührt wird, sage ich, ich habe dich erwischt, dann ist das Programm beendet, wie es vorhin gerade der Fall war. Wenn es nicht der Fall ist, dann geht man halt dann so lange weiter, bis eben Dot berührt wird. Dann habe ich hier herunten dann, wenn ich als Klon entstehe, das habe ich dann hier bei der Steuerung, also hier in diesem Steuerungsbereich. Und wenn ich dann hier habe, wenn ich als Klon entstehe, soll etwas passieren, Größe 25. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dann hätte ich genau wiederum die Größe von 125. Und wenn ich als Klon entstehe, mache das und das, dann wirkt sich das hier dann aus auf diese kleinen Ausgaben, dann in dem Fall auf diese Klone dann von der großen Katze. Schauen wir uns jetzt in den Dot, beim Dot rein, bei dieser Figur. Da wird die Größe auf 50 gestellt, man geht zu einer bestimmten Position und falls eben dann dieser Dot berührt wird, in dem Fall von Sprite, wenn ich diese anders nennen würde, dann, ja, dann müsste ich etwas anders eintragen, dann wird alles gestoppt und dann ist das Spiel dann dementsprechend beendet. Ja, jetzt hast du gesehen, wie man Klons verwenden kann, wie man Klons einsetzen kann und wie man so ein kleines Spielchen dann machen kann, wie du auch dann die auf zufälliger Position dann auch hinbringen kannst, die Größe ändern kannst und wie man auf Berührung reagieren kann. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann in einem nächsten Spiel, nämlich da geht es um eine Verfolgungsjagd, Mauszeigersteuerung, Drehung, Berührung, also wieder eine Weiterentwicklung dieses Spiels. Bis zum nächsten Mal.